Der spielt doch mit dem Lenkrad, das gibt's doch gar nicht. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten Overwatch. Schaut euch das an, ich weiß gar nicht, wie die Map heißt. What the fuck? Ich habe auf der Map schon gespielt, das ist eine von diesen neuen Maps, die vor kurzem oder vor mittlerweile fast längerem mal dazu kamen. Oil Rig? Nein. Ship? Oil, da rechts sind welche gelaufen. Bre? Oh. Da hat aber einen schönen Shot gelandet. Okay, aber Deagle ist, naja, Deagle halt. Gerade der zweite war völlig in Ordnung. Ich habe mit, achso, übrigens direkt Info gleich heute Livestream ab 19.30 Uhr mit am Start sein. Es gibt auch wieder Giveaways, also nicht vergessen, Viewergames hinten und her, Kartoffelsalat. Ich habe mit Wallen ein paar Tour und Tours gespielt und da haben wir auch auf einer Deagle Map gespielt. Und das ist schon echt ziemlich sick gewesen, was man da so drückt oder was man da so gedrückt bekommen hat. Also Deagle ist wirklich unreal. Was damit so geht, es wirkt einfach grundsätzlich gecheatet, deswegen kann ich da jetzt nicht viel sagen. Hat er da jetzt so ein bisschen... Naja, er wusste ja, dass da was kommt, oder? Oder meint ihr, das war geprefired? So ein bisschen durch die Wand geschaut. Naja, mal gucken. Er aimt merkwürdig, also er aimt so langsam, als würde er mit Controller spielen, beziehungsweise... Oh, da ist das Fadenkreuz aber mit dem Kopf mitgegangen, mein Sohn. Da kann man, glaube ich, doch schon einen kleinen Aim-Assist melden. Und er weiß doch irgendwie genau, dass da in dieser Ecke jemand stand. Also Wall ist höchstwahrscheinlich auch mit am Start. Der war jetzt auf der Karte zu sehen, da will ich nicht großartig was sagen. Aber ich denke, da ist ein Aimer. Ich habe übrigens eben auch schon in Overwatch aufgenommen, auf das 2, das war total merkwürdig. Der hat auch genauso, der hat fast noch langsamer geaimt wie er. Ich weiß nicht, ist das jemand, der, was ist denn das? Spielt der echt für den Controller? Das wirkt so komplett langsam, so mit 600 DPI und Faktor 1 hier in CSGO. 300, komm, mach 300 dpi draus. Naja, und der hatte ultra die Skins. Der hatte eine Oni Taiji und was weiß ich alles. Aber es war einfach ein merkwürdiges Ding und das 2 und das, ja, es war nicht cool. Aber das hier ist doch wieder was Besonderes. Wie heißt denn die Map jetzt? Bestimmt irgendwas mit Eulen. Oh ja, also da ist, guck mal, wie er hinterherläuft. Mit seinem ultra Slow-Mo-Aim. Was ist denn da los? Der spielt doch mit dem Lenkrad, das gibt's doch gar nicht. Was ist mit ihm los? Und sonst Crosshair Placement wie, naja, so mittel. Es ist jetzt nicht unter aller Sau. Aber schon schlecht. Es ist schon wirklich eklig. Manchmal. Wow, war das alles von hinten, ne? Hinten war noch einer, alles klar. Es wirkt ultra merkwürdig. Wer spielt denn so? Das ist gar, also furchtbar langsam. Damit kann man doch nicht. Hat er den nicht gesehen da oben? Beim Waller bin ich mir jetzt auf einmal gar nicht mehr so sicher. Aim-Unterstützung würde ich nach wie vor noch sagen, dass da was ist. Aber vorhin die Situation war... Oh, direkt auf der Rübe? Also vorhin die Situation war trotzdem komisch. Und gerade eben hat er auf die Rübe geaimt und ist dabei gelaufen und war wirklich ohne zu zittern. Direkt, also komplett drauf, durchgehend, diese Sekunde oder was es war. Oder dreiviertel Sekunde. Ich denke, da ist... Also wahrscheinlich muss den Aim nicht mehr... großartig rechtfertigen. Aber Wallhack, da bin ich mir doch nicht so ganz sicher. Aber da, alles klar. Und Griefen ist er auch noch. Gut, gut. Ha. Und da blocken sie sich auf der Treppe. Warum hat er das jetzt gemacht? Das könnten Premates sein. Da will ich jetzt mal nicht einlenken. Genau an der Stelle. Na, er schmeißt die Waffen runter. Vielleicht gehe ich da doch ein bisschen Richtung Grief. Also, er hat sein Mate, der direkt hinter ihm ist, nicht die Waffen gelassen. Er hat sie einfach beide weggeschmissen. Ich würde sagen, gut, sein Mate hat was, trotzdem eine AWP. Es geht Richtung Grief, auf jeden Fall. Ha. Er schleicht da rum wie so ein Dödel. Klar, es können Premates sein, aber auch bei Premates muss man nicht ins Wasser springen und die Waffen wegschmeißen, wisst ihr, was ich meine? Das kann man im Deathmatch machen oder, keine Ahnung, mit seiner Mutter oder sowas, aber nicht, wenn man Matchmaking spielt. Ja, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, also eben kriegt er eh, so oder so. Aber kann mir vielleicht irgendjemand mal erklären, was das bitteschön für... Also wer spielt denn so unglaublich Low Sense? Geht es überhaupt? Kann man so spielen? Ist überhaupt möglich? Da direkt, er hat eben genickt, ja, ist das möglich. Kann man damit direkt auf Close Range wirklich jemanden ummachen, der rumhampelt oder so? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Also ich habe mich schon langsam gefühlt mit meinen 800 DPI und mittlerweile 1,5. Da denke ich manchmal, shit, ist das langsam. Ich kann nicht so einen richtig krassen Turn-on geben. Ja, jetzt hat er noch nicht mal versucht. Ich werde ihm jetzt einfach mal, auch wenn ihr alle sagt, hey, aber der spielt vielleicht mit seinen Mates einen Grief geben, weil er runtergesprungen ist, die Waffen weggeschmissen hat und jetzt doch gemeint hat, knifen zu müssen. Ja, aber eben hat er so oder so mit am Sack. Und so sollten wir ihn auch am Sack haben, nehme ich an. Und wie gesagt, denkt dran, heute Livestream ab 19.30 Uhr, seid mit am Stissel, es wird CSGO gespielt, es wird sicherlich auch PUBG gespielt. Und was wird noch gespielt? Keine Ahnung, vielleicht? Ich glaube, für GTA müssen wir echt mal einen eigenen Tag machen, dass wir uns da vornehmen, GTA zu spielen. Das ist dann doch irgendwie nicht so das Wahre. Also, wenn man es dann nur so kurz und hin und her. Wir gucken mal, aber auf jeden Fall CSGO und PUBG. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hier kann man überall drücken, Leute. Da, letzte Folge. Wow.